Xoneris-Fanboys erklären. Ach, oh yeah, und die, ob es von den Entwicklern Absicht war, dass diese Typen schwarz aussehen? Warum vermöble ich diese Typen? Nur weil sie schwarz sind? Sogar die Hölle ist rassistisch. Was ist das denn? Was soll das? Und dabei soll ich nur in der Luft bleiben. Was hat das mit Schwarzen zu tun? Ach, diese amerikanischen Spieleentwickler. Und da hätte ich schon wieder fast geschafft. Da hatte ich fast wieder 7 Sekunden. Und ich setze mich so hin, wie ich noch nie beim Let's Play gesessen bin. Und drück random Tasten, Tasten, Tasten. Und da habe ich die 8 Sekunden endlich geschafft. Wäre hier überglücklich. So überglücklich, dass eine Brücke herunterfällt. Bam. Und so überglücklich, dass ich gleich danach ein Kreuz baller. Und wir haben noch etwa 10 Minuten to go. Dann ist das Nachsynchronisieren vorbei. Und das fällt wieder runter. Wir müssen springen und haben es geschafft. Weil wir nicht nochmal auf diesen dämlichen Trick reinfahren. Oh, hooray. Gesundheit, Mana, brauchen wir nicht. Das ist wirklich fast so, als wären wir eigentlich Imber. But who really cares? Me not so, because of Speichern. Bitte warten. Maleborg 5, Malgeborgt 5, Tür, die, ja. Politiker, die brodelnde Hölle der Politiker, die schlimmste aller Lügner. Jaha, was mag das nur mit der heutigen Zeit zu tun haben? Wer weiß, wer weiß. Immer diese Politiker, wir tun doch alle so, als ob sie immer schuld wären. Dabei, wer ist schuld? Richtig, die Politiker. Also, hört auf, immer die Politiker fertig zu machen. Denn sie waren's. Und Unschuldige beschützen. Vernichte alle Gegner und beschütze den Menschen. Ich war verwirrt, was ich hier zu tun hatte. Deswegen wollte ich nicht das X drücken. Ach ja, ich habe mich gefragt, warum sind hier Menschen? Warum muss ich hier Unschuldige beschützen? Und was mag das nur für einen Zusammenhang mit Politikern haben? Man weiß es nicht. Bonus, alle Unschuldigen müssen überleben. Und wir sehen links unten und rechts unten befinden sich hier zwei Menschlein mit einem Schwert, die aber nur die ganze Zeit dämlich dastehen werden und gar nicht zoomen werden. Während von oben rechts und oben links solche Explosionshainis kommen werden. Und zwar werden immer mehr kommen. Zuerst kommt da einer. Da wird da einer kommen. Und so gegen Ende werden etwa gleichzeitig von beiden Seiten jeweils 3 kommen. Wie viele Menschen sterben werden, ob überhaupt Menschen sterben werden, verrate ich nicht. Obwohl ich es kenne, bin ich natürlich euch gegenüber spoilerfrei, denn ich weiß ja alles und das ist ja alles. Ladada. Und ich habe mir auch dabei gedacht, warum sollte ich zu denen hinlatschen? Und die Sense benutzen, wenn ich auch einfach den Fernangriff benutzen könnte. Und ihr seht, es werden langsam mehr. Von beiden Seiten so immer 2. Wobei ich gemerkt habe, dass die KI immer einen auf mich schickt und den Rest zu den Menschen runter. Das ist sehr schön. Möchte ich alle. Ich muss schon wieder gähnen. Weil das so ultra spannend ist. Ich habe mir überlegt, ob ich einfach versuchen soll, mich in meine jetzige Lage hineinzuversetzen und das Let's Play so rüberzubringen, als dass es euch nicht auffallen wird, dass ich nachsynchronisiere. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal was Spezielles und werde nachsynchronisieren. Naja. Hoffe, euch gefällt das irgendwie. Ich mache ja sonst nie so einen Quatsch. Ich laber ja jetzt weniger über Spiel und auch weniger über irgendeinen Sinn. Und jetzt ist der erste Mensch verreckt. Oh yeah.
Da ist er abgekratzt, hat er den Level abgegeben, liegt tot begraben, hat ins Gras gebissen, wurde demoliert, zerstört und so weiter. Und das Witzige, dieser Mensch steht immer noch dort. Und mich hätte interessiert, ob man den Menschen töten kann, aber das sollte ich nicht tun, da das irgendwie... Naja. Und den Sprung, den ich gemacht habe, keine Ahnung, ich glaube, da habe ich mich verdrückt. Und whoop, Seilchen, whoop, noch mehr Seilchen, whoop, am Seilchen, Terenz, Seil. Oder so. Und ich glaube, das ist der letzte Save Point. Denn beim nächsten Save Point kann ich das Nachsynchronisieren beenden und zum richtigen Let's Play, Wiederholungs-Let's Play fortfahren. Whoop, whoop. Maleborg 6 folgt dann nun, dass ich speichern werde. Ja, stimmt, jetzt kommt noch eine Challenge und dann kann ich wieder das Gamepad zwischen meine 10 gesunden Gamerfinger nehmen. Und Heuchler. Hier bei den Heuchlern bist du zu Hause, Dante. Im 6. Höllenkreis. Also im 6. Höllenkreis des 8. Höllenkreises oder so. Was ist hier zu tun? Keine Magie. Besieg alle Gegner ohne Mana einzusetzen. Das fällt mir nicht sonderlich schwer, denn Magie habe ich noch nie wirklich oft benutzt. Hier wäre das Problem, würde ich einmal Magie einsetzen, wäre ich instant tot. Was natürlich jetzt zum Beispiel. Ach nein, stimmt. Das ist keine Magie. Stimmt. Habe ich vollkommen vergessen. Hier zählt eben nur diese Magie, wie den Eisblitz, das Boomerangkreuz, die heilige hier Rüstung. Und dieses Geschmäus, kennt ihr das Wort Geschmäus? Ich weiß es nicht, es ist mir egal. Auf jeden Fall kann ich, ach ja, hier kam die mit dem Schild. Daher bin ich wieder zu Sense gewechselt, dem treuen Freund der Sense. Ein treuer Freund, der mich nun schon über mehr als sieben Höllenkreise hinweg begleitet hat. Sogar den Tod für mich getötet hat. Was ein sehr logischer Satz ist. Und diese Challenge hier war eine von denen, die recht easy war, weil ich nur metzeln konnte. Bei den anderen musste man noch überlegen und ein Hackenslay, in dem man überlegen muss, ich meine, hallo, wo sind wir denn hier? Ach ja, hab vergessen, hier kommt noch so ein Knupsi raus. Herausforderung abgebrochen. Fliehe, mein Freund! Wenn man es richtig verstanden hat, dürfte man hier jetzt eigentlich sogar noch Magie benutzen. Denn die Mission, die Challenge, der Auftrag wurde abgebrochen, hat daher keine Gültigkeit mehr, ist verschollen, abgebrochen, beendet, auf Nimmerwiedersehen in der leeren Weite des Missionenhimmels verschwunden. Und solch eine epische Wortwahl habe ich sonst nie und das freut mich irgendwie. Naja. Und zum ersten Mal sehe ich, dass ich ein bisschen mehr Leben verloren habe und den falschen Button für die Twig... Die Twig-Sime. Genau, ich nenne euch aber jetzt die Twig-Sime-Sequenzen. Nicht die Quick-Time-Sequenzen, sondern die Tick-Twine. Die Tick-Twine, die Sick-Twine, die Fick-Twine. Oh yeah! Und da wird dieser Bastard da oben in zwei geteilt. Knupsi kriegt meine Sense in die Rübe. Und alles ist toll. Und weil ich so toll war, ist aus unerfindlichen Gründen diese Statue heruntergebrochen. Und ich bin jetzt da oben. Springe. Und bin auf dem Saal gelandet. Und jetzt sind wir fertig mit dem Synchronisieren, sobald ich gespeichert habe. Und daher verabschiede ich mich jetzt schon mal.
Das war Xoneris Let's Play Dungeons Inferno für eine kurze Zeit mit Nachsynchronisieren. Ich hoffe, es hat irgendwie Spaß gemacht. Wir sehen uns dann wieder gleich zurück. Tschö, tschö.